Get High on Chai, der Talk-Podcast mit Betül und Tara. Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge 14. Ihr habt die letzte Folge wirklich gefeiert, weil ich glaube, sie war einfach sehr ehrlich. Sie war einfach sehr lustig auch. Ja, sie war sehr lustig, was wir jetzt geklaut und gemacht haben. Ich habe ja den Streber gespielt in der Schule. Ich verstehe das selbst nicht. Ich verstehe nicht mal, warum ich euch manche Sachen erzähle. Aber warum denn nicht? Ich schneide dir ins eigene Fleisch. Warum? Warum? Ist doch nicht schlimm, was du erzählst. Wenn ich das von jemandem hören würde, dass er nie in der Schule gefehlt hätte, hätte ich gesagt, komm mal rein. Würdest du nicht denken? Naja, ich habe hier schon gefehlt in der 13. Aber ja, okay. So 10. Ich habe 2 Tees vorbereitet. Du kannst dir gerne einen aussuchen. Wir haben einmal Salbei. Da muss ich aber ein Geständnis kurz zu machen. Da waren kurz meine Haare dran, gerade dran. Ja, ist das schlimm, die sind noch sauber. Ich habe die frisch gewaschen. Das ist wieder so lang. Normal. Krass, oder? Ja. Und Nordic Blueberry. Ich nehme Nordic Blueberry. Ja, siehst du? Ich sag nicht doch, wegen den Haaren. Ich sag doch, meine Haare waren es. Nee, nicht, leider nicht deswegen. Wegen Nordic. Ja, ich wusste das. Ich habe den ausgepackt. Ich so, da steht Nordic drauf. Bitte nimm den. Okay. Also aber was sind coole Tassen? Die sind von, darf ich das sagen? Sag einfach. Von Depot. Ja, schön. Selbst gekauft. Also ich habe die Rechnung dazu. Also kann ich es auch sagen. Wir haben direkt Angst wegen Schleichwerbung. Aber die Strafen, Leute, sind wirklich nicht normal. Also ich als Außenstehende würde mir auch denken, boah, übertreib doch nicht. Aber es ist echt crazy, was man da für Strafen manchmal zahlen muss, wenn man um Werbung macht und das nicht so kennzeichnet. Ja, also das können mehrere tausend Euro sein. Und we ain't got time for that. Noch nicht. Ich würde sagen, ich stelle dir jetzt Frage 13, weil das ist die einzige Frage, die von mir kam. Warte doch mal, nicht so eilig. Ach so, stimmt, wir haben noch was vor. Was hast du denn gemacht die Woche? Erzähl mal. Wir waren zusammen auf dem Shireen David Konzert. Ey, ich war ja mit Shireen früher in einem Management und ich kann es kaum... Ja, wir waren alle bei Tube One. Paula, Dagi, Bella, ich und ich finde es so faszinierend, was sie aus sich gemacht hat. Mhm. Also sie ist unglaublich. Also ich war so, ja, okay, können wir hingehen, aber ich würde eher lieber so, wir hatten eigentlich Podcast-Aufnahmen an dem Abend. Dann meinte sie, komm, wir finden schon einen neuen Tag, das ist so geil da und ich bin nächste Woche auch in Berlin bei ihr und ich so, wow, okay, das scheint ein großer Hype zu sein. Dann sind wir da hingefahren. Leute, ich sag euch eine Sache, John war so, dem ist selber ausprobiert. Ogi auch, aber der zeigt das nicht so. John, ich habe ihn nur noch irgendwann angeguckt und gesagt, I see you, ne? I see you. Aber nein, ich war selber... Sie war einfach unglaublich. Also ich bin ja so ein Fangirl, ne? Ich habe ja, Ravi und ich haben ja wirklich da abgeliefert als so Background-Tänzerinnen, würde ich sagen. Ich hätte üben sollen, hätte ich es früher gewusst. Ich feiere jeden Text. Ich feiere ihre Musik. Ich finde, sie ist in Deutschland... also als Frau mit am besten und also in ihrer Branche, so mit Rap und ich finde, sie könnte international gehen. Also ich finde sie richtig krass. Ja, das dachte ich mir, als ich die Show gesehen habe auch, warum bist du nicht einfach international? Weil es halt Deutschrap ist, ich weiß nicht, ob wie außerhalb Deutschrap gehört wird. Ich glaube eher nicht so. Ich glaube nicht, es ist nicht so französisch Rap, ne? Ich glaube, ist nicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn sie englische Musik machen würde, würde es auch richtig gut ankommen. Also ich glaube, in Deutschland wird es immer nicht so krass akzeptiert, aber international würde sie krass ankommen. Wie viele Sängerinnen aus Deutschland oder SchauspielerInnen aus Deutschland gibt es, die in die USA auswandern und dort erfolgreicher werden als hier? Ja, stimmt. Ich war auf einem Event vorletzte Woche, keine Ahnung, und ich bin ja so ein riesen Marvel-Fan. Ich weiß nicht, schaust du Marvel? Ja. Ja. Bei Black Panther. Ja. Ist doch eine, ist die Anführerin dieser Kämpferinnen, die so richtig nur stark ist und so. Ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Schauspielerin ist. Die war dann da und hat dann erzählt, dass die seit Jahren, also schon super lange im Schauspielgame, kommt aus Deutschland und hatte hier immer so lokale Sachen, aber auch zum Beispiel so Theater etc., aber war nie so, sag ich mal, fernsehberühmt. Ja. Und dann ist sie nach Hollywood und ist einfach bei Black Panther in einem Marvel-Film. Genau, ist einfach bei einem Marvel-Film dabei und spielt mit krassen Schauspielern. Und ich finde es halt so krass, weil wie unterschiedlich halt Deutschland und die USA sind. Ich glaube einfach, dass die Deutschen einfach nicht so viel filmen können. Immer mehr, glaube ich. Immer mehr. Also so Matthias Schweighöfer und so. Ja, absolut. Also ein paar Komödien, also deutsche Komödien liebe ich auch zum Beispiel sehr, sehr. Ich mag deutschen Krimi nicht so gerne, weil ich finde, der kommt irgendwie immer gespielt drüber. Ja. Aber bei Black Panther bin ich sogar
aus New York zurück und sofort ins Kino gegangen, weil ja, ich war so gespannt mit meinem Jetlag, saß ich da und oh mein Gott, was ist denn? Und ich war voll traurig, weil der Schauspieler ja, also von der ersten Dings ja wirklich verstorben ist. Ja. Und das war so für mich so krass. Keine Ahnung, ich liebe ja Marvel und ich muss sagen, ich habe gerade einen Blackout, ich wollte irgendwas sagen. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt darüber reden. Ja, nee, weiß ich gerade auch nicht. Auf einem Event, du hast gesagt, du warst auf einem Event. Ja, genau, ich wollte einfach nur sagen, dass ich es halt voll krass finde, dass, genau, Shireen, wenn sie englische Musik machen würde, würde sie vielleicht international berühmt werden, aber ich glaube, ihre englische Musik würde nicht in Deutschland ankommen. Mhm. Weißt du, das meine ich. Mhm. So, was Deutsche gut können, ist synchron sprechen und keine Ahnung, viele technische Sachen so, ne? Ja. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, weiß ich nicht, Elias und Barik und so sind ja berühmt und erfolgreich, weil sie es auf Deutsch machen. Ich glaube, wenn sie es auf Englisch machen würden. Wären sie vielleicht nicht erfolgreich. Da hast du recht. Theorie. Da hast du recht. Ich denke mir auch, manchmal sollten wir Instagram vielleicht oder YouTube zumindest. Auf Englisch? Ja, also ich mache ja schon so lange YouTube und ich dachte mir so, ey, vielleicht machst du einfach noch einen englischen Account auf, aber ich habe Schiss, dass mich die Leute auslachen. Das ist so, die lachen einen aus. Ich meine, wir haben ja einen Akzent, ne? Wir haben diesen deutschen, englischen Akzent. Ist doch nicht, ich finde Akzente voll süß. Boah, aber ich finde wirklich, also der deutsche Akzent in der englischen Sprache ist der hässlichste. Ich habe den ja selbst, ne? Also es ist jetzt no front, ich habe den ja selbst. Ja. Aber der ist einfach nicht cute, der französische Akzent zum Beispiel. Ah, Digga, also französisch. Alles, was du sagst, ist süß. Ja, ist süß. Alles. Ist süß. Also ich glaube, ich werde auch eine neue Sprache lernen, aber ich weiß noch nicht welche. Hast du denn Zeit dafür? Nee, aber weißt du, es ist jetzt keine Werbung, Leute, aber es gibt Apps, mit denen kann man das in einer Viertelstunde zu Hause, so die Basics. Ja, Basics schon, aber so richtig, glaube ich, so nee, aber so, führen? Nein. Nee, das nicht. Stell dir vor. Ich bin voll traurig. Warum haben wir nicht noch mehr Sprachen gelernt als wir? Ja, das ist voll traurig. Und ich kann saugen, Aufsaugensprachen. Nein, lernt ja jetzt 4. Auf einmal. Deutsch, Arabisch, Kurdisch und Türkisch. Und wenn wir noch eine bilinguale Kind. Du sprichst auch Arabisch. Ja, das ist meine Haupt. Achso, ich dachte, Kurdisch ist deine Hauptsprache. Nee, meine Mama ist Kurdin, mein Vater ist Araber, aber mein Vater kann kein Kurdisch sprechen. Ah. Der kann alles, versteht alles. Deswegen haben wir zu Hause immer nur Arabisch gesprochen. Also meine erste Muttersprache ist Arabisch. Okay, krass. Aber Arabisch gibt es auch irgendwie verschiedene Sprachen, ne? Ja, auch im Kurdischen gibt es ja auch verschiedene. Ja. Naja, das mal zu einem anderen Zeitpunkt. Das? Wir wollen mit den Fragen weitermachen. Ja. Aber nein, unser Tee. Ach so, stimmt. Haben wir noch irgendwas von der Woche? Nee. Shireen David war Highlight, sonst... Ich bin ein bisschen traurig, ich habe meinen Zahnarzttermin abgesagt. Ich kriege Invisaligns. Machst du? Ja, du weil... Du voll die perfekten Zähne. Nein. Wir gucken jetzt nochmal genauer hin. Zoomt mich gerne. Also ich habe Daumen genuckelt, bis ich 5 war. Deine Zähne gehen so ein bisschen. Siehst du das? Ganz wenig. Aber das wird mit dem Alter immer mehr, weil sich dein Kiefer nach vorne schiebt. Und dieser Zahn wird auch immer schräger. Ach guck, ich schwöre, das ist mir noch nie aufgefallen. Doch, und bei Make-up-Tutorials und so sehe ich den auch vollkommen. John liebt den Zahn, ne? Der sagt immer, das ist ein bisschen anders. Ich sage mir so, ja, du hast selber ein bisschen eins getragen, du kleiner Heuchler. aber die Ärztin meint halt, dass sich das mit dem Alter extrem verschiebt. Und sie so, ich weiß nicht, ob du halt Bock hast mit 45 oder so, dann nochmal Invisaligns zu machen. Also ich wollte auch Invisaligns, ich war sogar beim Arzt. Du hast ja bewegte Zähne. Ich habe auch meine gehen nach innen. Guck mal. Habe ich gar nie gesehen. Ja. Und ich habe nie einen Zahnspangen gehabt. Und meine damals, meine Kieferorthopäden... Die sind so? Die sind so. Ja, ich habe, das ist mit Zahnspange, ne? Nee, ich hatte noch nie einen Zahnspangen. Okay. Nee, ich habe noch nie einen Zahnspangen gehabt, aber ich hätte gerne eine gehabt, weil im Nachhinein hat meine Kieferorthopäde nämlich gesagt, wieso hast du denn keinen Zahnspangen gehabt? Ich so, muss man sie fragen, weil ich war mein Leben lang bei ihr. Und damals hat sie gesagt, ich brauche keine. Und jetzt ist klar geworden, und damit ist auch meine Migräne abhängig zum Beispiel, dass ich unglaubliche Kieferschmerzen habe, weil ich auch zum Beispiel knirsche und drücke. Oh, okay. Und so, immer guck mal, wenn ich meine Zähne, ne? Zusammenmeiße. Guck mal, das fällt nach oben. Es muss ja eigentlich so sein. Also ja, wenn du bei mir. Siehst du durch? Ich komme bei mir. Du siehst die untere nicht mehr. Ja. Also, wenn ihr das Podcast euch mit Video anschaut, dann habt ihr ein Bild dazu. Ja. Und ansonsten stellt es euch einfach vor. Ja. Also, ja. Das ist mir leider flöten gegangen. Okay, aber kannst du nochmal nachholen. Ja, voll. Bist du auch so ein Fan von vor Jahresende oder Jahresbeginn so alle Ärzte abzuklappern? Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt leider meinen Frauenarzttermin abgesagt, weil in meinem Umfeld sehr viele Corona hatten. Mhm. Und ich wollte keine Schwangere, wenn ich es gehabt hätte. Gott sei Dank, ich habe Gott sei Dank keine Corona bekommen. Aber ich wusste nicht, weil ich habe mit einer Cousine von John
halt Adventskalender gepackt unten. Mhm. Und die hatte Corona, wir wussten es nicht. Krass. Und dann dachte ich so, bevor ich jetzt irgendeine Schwangere, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, ne? Habe ich den abgesagt, aber da habe ich auch gesagt. Und die meinten noch zu mir, du warst ja von einem halben Jahr oder von ein paar Monaten da, ich, das ist unnötig. So, nee, ich möchte bitte dieses Jahr noch einmal Brust abgetastet. Ich war beim Hautarzt, für Muttermale, die für mich komisch aussahen. Aber du machst das dann so alles so? Ja, ich mach das. Ich habe den größten Respekt davor, vor Menschen, die das wirklich machen und durchziehen, weil ich war, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr bei meiner Gynäkologin. Also, das ist voll falsch, nehmt euch bitte kein Beispiel von mir. Aber ich bin so ein Mensch, ich meide einfach Ärzte. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe auch gar keinen Bock, aber... Außer meine Dermatologin, da gehe ich, gerne hin. Aber du kannst halt viel, also wenn du es kontrollieren lässt, kannst du halt krass entgegenwirken. Ich weiß, aber... Und du, es ist ja nicht so, als hättest du keine Ahnung von so schlimmen Krankheiten oder so, ne? Nein, 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 das nicht, aber... Du weißt ja, wie schlimm das ist. Nein, ich muss auf jeden Fall, ich meine jetzt, ich bin jetzt über 30, ich muss auf jeden Fall zum Arzt. Vor allem Brustkrebs ist die häufigste Krebsform. Das ist nicht so... Habt ihr das gehört? Ach, das ist nur noch was. Das war das? Nein, das war... Echt? Sieht meine gehört? Sachen aus, mega. Ich bin warm, ne? Hier ist richtig, ich hatte auch so einen Pulli an. Ja, lass uns anfangen. Willst du gucken? Nee, ich glaube mit ihm. Ah, okay. Ey, die so, Mama, die so, okay, so nein, ein Geräusch gemacht. Okay, wir fangen mal an, Leute. Okay, ich frag dich. Okay, wir das haben ist jetzt einzige weitere, Frage. Wie viele Fragen haben wir jetzt? Ich glaube, 10, 11 Fragen. Die finde ich sehr lustig sind, aber du kannst gerne starten. Okay, also, wie hatte ich sie denn formuliert? Deine schlimmste Jugendsünde habe ich dazu aufgeschrieben. Erzähl mal von deiner schlimmsten Sünde. Oh Gott, warte, was geht mir zu schnell? Hast du schon eine? Ich habe schon eine, soll ich? Okay, dann fang du mal an. Also, als ich 16 war... Die hat schon richtig vorbereitet. Ich war, als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich mir so, aber doch, ich habe schon ein paar krumme Sachen gemacht. Als ich 16 war, war ich in Nürnberg und das war wirklich die kriminellste Woche meines Lebens. Kriminellste Woche? Ja. Wirklich, wir waren wirklich kriminell. Das ist auch der Teil, wo ich geklaut habe. Ja. Ja, ja, das war, ich war wirklich... Aber weißt du, wisst ihr, was wir noch gemacht haben? Wir haben... Und irgendwo einen Reifen geklaut. Warum? Nee, der lag da, glaube ich. Den haben wir auf jeden Fall angezündet. Ja. Und hast du schon mal so Kautschukbrennen? Ja. Das ist einfach, als wärst du... Also, das ist, du denkst so, alles wird heiß. Es ist richtig krass. Einer ist sogar, weil da waren so Baumstämme drumherum, wo wir die ganze Zeit drauf rumgelaufen sind, wir Trottel, ist auf diesen Baumstamm vom Baumstamm gefallen und in den brennenden Reifen reingeflogen. Hier, sein Hals war komplett verbrannt. Mhm. Und auf einmal kam die Polizei und wir sind halt von der Polizei abgehauen. Wir sind gerannt, wir sind über Zäune geklettert. Wir mussten sogar, ich hatte so Kittenheels, so Kittenheel irgendwas an, mussten wir die ausziehen. Wir sind vor denen weggerannt. Danach sind wir noch weitergezogen. Da gab es eine Schlägerei mit so Flaschen. Einer hat so eine Flasche kaputt gemacht und den anderen damit verletzt. Und ich habe dann so getan, als wäre ich seine Freundin, damit er von der Polizei keinen Ärger kriegt. Also, dann sind wir ins Jugendzentrum gegangen, haben uns auf den Boden gesetzt und geraucht. Also, ich weiß, es war ein ganzer Tag. Wann hast du da begonnen? Wie viel hast du begonnen? Ja, ich weiß es nicht mehr. Und dann, ja, wir waren bis nachts draußen. Und dann sind wir noch auf so eine Hausparty gegangen. Das war ganz schlimm da. Ja, was haben deine Eltern gesagt? Ja, die waren ja nicht dabei. Ich durfte ja danach nie wieder dorthin gehen. Ah, okay. Weil wir ja so viel an einem Tag gemacht haben. Und danach hat meine Tante, nee, sorry, wir waren auf einer Hausparty und da hat sich irgendein Typ von denen gedacht, schnapp mir jetzt mal die Alte, ob sie Lust hat oder nicht, ist uns gefolgt, kam zu meiner Tante nach Hause und schrie die ganze Zeit, wenn du nicht mit mir zusammenkommst, dann... kriegen wir alle... Also der war richtig aggressiv, der hat den Müllton vor der Tür weggeschmissen. So, Leute, dieser ganze Tag, ne, den werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Gott sei Dank haben wir nicht auch noch geklaut an dem Tag, weil das wäre, glaube ich, das wär, aber ihr habt das einfach so gemacht, einfach so, ja, das ist, weil ihr Bock hattet. Ich bin mitgelaufen. Ich bin Mitläuferin gewesen. Das war das Leben meiner Cousine. Ach so, die hat jeden Tag sowas gemacht. Bin ich gerade zuhören. Reifen angezündet. Bin ich gerade zuhören. Die waren richtige Rabauken. Ja, krass. Die sind jetzt so richtig erwachsene Frauen und ausgewandert und so richtig coole. Musst du dir Konsequenzen tragen? Ist irgendwas passiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Wir wurden nicht gepackt. Wir sind ja wirklich von der Polizei abgehauen. Stell dir vor, nein, mach das jetzt. Nee. Stell dir mal vor. Bitte, lieber Gott. Ja. Es war nur ein Tag.
Ich war so brav, sonst. Nee, ich war nicht brav. Ich war wirklich kein braves Kind. Manchmal tue ich so ein bisschen auf scheinheilig oder so. Aber weil ich will, dass ihr brav bleibt. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, man muss manchmal auch so zeigen, dass man auch nicht perfekt ist in dem Sinne. Ja. Weil dann kann man sich irgendwie sagen, okay, Gott sei Dank, ich mache ja auch Fehler. Ja. Und jemand anderes auch tun. Ja. Aber ja, ich war auch eigentlich ein braves Mädchen, weil ich auch so ängstlich war. Ich war sehr ängstlich, Leute. Ich erzähle euch mal, also damit ihr versteht, wie ängstlich ich war. Einmal wollte ein Klassenkamerad von mir, der hat mich an der Bushaltestelle angesprochen und wir sind Klassenkameraden. Und ich war so ängstlich und schüchtern, der hat mich nach Geld gefragt, weil er sich Eis kaufen wollte im Bütchen, nach 20 Cent oder so. Und ich war so schüchtern, dass ich ihm einfach nicht geantwortet habe und dann so gemacht habe und einfach weggegangen bin. Wie süß, ja, aber, sie erinnert sich auch. Ja, aber es ist so Trauma irgendwie in meinem Leben, weil ich war halt voll ängstlich. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich erstmal lange gar nichts gemacht und meine Jugendsünde war schon immer so dieses Schwänzen, also diese gängigen Sachen, Schwänzen, dann irgendwie, ja, keine Ahnung, heimlich Leute treffen und sowas. Mhm. Ich habe noch eine Jugendsünde, die möchte ich aber hier nicht in dem Sinne erwähnen, weil es illegal ist. Nein, gib mir was, dann sage ich. Aber es ist auch wirklich so harmlos. Also es ist echt sehr harmlos. Das hört sich jetzt schlimmer an, weil ich es jetzt nicht erzähle. Aber ich möchte mich jetzt nicht strafbar machen. Das ist doch verjährt. Ja, aber trotzdem. Okay. Verstehe ich. Aber so war es. Und sonst, was habe ich sonst so gemacht? Ich bin. Was war denn jetzt eine Jugendsünde? Ja, so solche, das, was ich jetzt nicht erzählt. Aber sonst Jugendsünde, ich war wirklich, also ich habe schon so Sünden gehabt, wie Schwänzen, keine Ahnung, ne? Sachen tun, die meine Eltern nicht wollten. Aber eine Sache. Ja, warte, komm, ich muss überlegen. Die schlimmste Fälle, ich weiß nicht. Also es muss ja nicht kriminell sein. Es kann ja auch sein, ich bin auch sogar, ich kann es euch sagen. Ich bin sogar einmal von zu Hause weggelaufen. Ach so, stimmt, ich auch. Ach, siehst du? Ja, guck mal, ist mir gar nicht eingefallen. Ja. Ey, so lustig, soll ich jetzt mal die Story erzählen? Ja, bitte. Das ist die peinlichste und lustigste. Voll gut, dass ich nicht die Einzige war. Das ist die peinlichste und lustigste Weglauf-Story, die ihr euch vorstellen könnt. Also, Ursache, weswegen ich weggelaufen bin. Pass auf. Ich war in der 8. Klasse oder so und ich habe einen blauen Brief bekommen, weil ich dreimal die Hausaufgaben in Biologie nicht gemacht habe. Mhm. Und ich hatte richtig Angst, so, ich habe diesen Brief versteckt und es war Elternsprechtag. Meine Mama war nicht zu Hause und die war mit ihren Freunden frühstücken. Mein Vater war arbeiten. Ich habe gesagt, ich bin krank, ich möchte nicht zur Schule gehen und habe nicht gesagt, dass Elternsprechtag ist. Meine Eltern, müsst ihr wissen, waren immer Menschen, die immer zu allen Lehrern gegangen sind. Also zu allen Fächern, alle Fächer besucht haben und immer auf der Seite der Lehrerinnen und Lehrer waren. Ne? Ja. Egal was, ich durfte gar nichts sagen. Und ich hatte so Angst, das zuzugeben, dass ich einen blauen Brief bekommen habe. Deswegen nehmt euch ein Beispiel, macht es nicht. Ich hatte so Angst, dass ich abgehauen bin von zu Hause. Und jetzt halte ich fest, ich wusste, wo das Portemonnaie von meinem Vater ist und habe da 50 Euro rausgenommen und dachte, ich kann mit 50 Euro mein Leben lang leben. Und hab dann, guck, jetzt halte ich fest, was für ein Kind. Meine Mama ist bedeckt, Leute. Also sie trägt ein Kopftuch und ich bin ja offen, wie ihr seht. Hab dann von ihr ein Kopftuch genommen, hab das in meinen Rucksack getan, bin dann zu C&A gegangen, also bin abgehauen, bin zu C&A gefahren mit dem Bus, hab mich in der Umkleidekabine umgezogen, hab ein Kopftuch drüber geworfen. Damit dich keiner erkennt. Damit mich keiner erkennt. Was für ein Spiel. Nein. Ich schwöre. Und dann bin ich da rumgelaufen, meine Mutter hat schon gecheckt, ne, da ist irgendwas. Ach so, dann bin ich davor bin ich selber alleine zum Elternsprechtag gegangen, weil ich hatte Angst, dass die Lehrer anrufen zu Hause. Und dann habe ich so gesagt, meine Eltern können nicht und keine Ahnung, die sind verhindert. Und habe mir das dann alleine angehört und dann bin ich halt abgehauen. Dann war ich halt bei 10 Uhr da, habe mich umgezogen und dann habe ich die ganze Zeit geheult und dachte mir so, ich bin jetzt mein Leben lang alleine und muss jetzt alleine irgendwie klarkommen mit meinen 13 oder 14 Jahren. Und das ist eine Zeit von 2-3 Stunden, 3-4 Stunden. Meine Mama hat das währenddessen gecheckt. Sie fängt an, mich zu suchen und mein Lieblingsort war die Bibliothek. Da konnte man ja am Laptop immer, am Computer immer Internet surfen und sowas. Und deswegen war ich voll gerne auch in der Bibliothek und auch lesen. Deswegen war sie dort, die hat geheult, sucht mich die ganze Zeit. So, egal was ist, komm nach Hause, wir werden dir verzeihen in dem Sinne. Und mein Vater hat mich dann angerufen, keine Ahnung was, und ich habe nicht geantwortet. Die haben die Polizei verständigt. Die Polizei hat aber nichts gemacht, weil ich war ja noch nicht so lange weg. Ja. 3 Stunden. Seit 45 Minuten. Und jetzt halt fest, ich bin dann zu McDonald's gegangen und habe mich da hingesetzt, habe Happy Meal gegessen. Und kennst du, bei Happy Meal gibt es immer diese Spielzeuge. Mhm.
Richtige Drama-Queen. Ich gucke mir dieses Spielzeug an. Ich so, ich nehme das mit, falls ich meine Geschwister je wieder sehe, dann schenke ich das denen. Und dann habe ich dieses Spielzeug mitgenommen. Und dann hatte ich nur noch irgendwie 45 Euro oder so. Ich so, ich kann auch so nicht leben. Und dann hat meine Mama hat dann gesagt, ja komm, das wird alles wieder. Ich so, okay. Und dann habe ich mich abholen lassen, habe ich mich Kopftuch abgeholt. Nein. Ich schwöre, dann haben die mich abgeholt und dann sind wir nach Hause und ich habe dann so meiner Schwester mein Geschenk gegeben, hier von meiner Ausreißerzeit. Als ich alleine gelebt habe für 3 Stunden. Ja, und dann war alles gut. Meine Eltern haben seitdem auch nicht mehr so krass, waren nicht mehr so streng, meine Noten und so. Aber ja, vielleicht, weil sie gemerkt haben, wie viel Angst du hast. Ich hatte crazy Angst wegen Noten und sowas. Mhm. Also deswegen war auch der Druck immer enorm und ich bin deswegen abgehauen, Leute. Mhm. Also deswegen, wenn ihr Kinder habt, oder wenn ihr selbst noch Jugendliche seid, bitte baut euch da keinen Druck auf und sprecht mit euren Eltern. Also ein blauer Brief, den kann man schon überleben. Ja. Ja, es ist eigentlich so dramatisch als Kind. Ja, sowas. Guck, das ist doch eine Jugendsünde. Eine sehr süße Jugendsünde, im Gegensatz zu meinem wilden Tag. Ich habe auch eine andere, aber die will ich jetzt nicht so preisgeben. Ich habe Angst, dass meine Mutter zuhört. Vielleicht finden wir hier gleich einen Kontext nochmal. Du tauchst ein bisschen auf. Also so, ich habe mal so Momente gehabt, wo ich unterwegs war, wo sie dachte, ich bin nicht unterwegs oder nicht in der Stadt oder nicht in dem Land. So weit weg. Also weit weg. Deswegen. Okay. Also das sind noch so Storys, die noch sehr, sehr, sehr geheim sind. Jeder hat seine Geheimnisse. Ich bin einfach nicht im Land. Ja, das lasse ich auch mal. Aber ja, nächste Frage. Womit könnte ich dich in Rage bringen? Okay. Oder generell? Oder ich? Ist egal. Womit könntest du mich in Rage bringen? In Rage. 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 Was Neues oder was? Oder was schon mal passiert ist? Ja, womit kann ich in Rage? Keine Ahnung. Wenn du mich immer mit meiner Art fragst. Ja. Siehst du, seit wir zusammen aufnehmen, ne? Wieso können wir nicht den ganzen Mittag aufnehmen? Ich so, Bro, ich bin Mutter, ich kann nicht den ganzen Tag aufnehmen. Sie so, eine Stunde später. Wie wäre es, wenn wir davon bis 17? Aber Leute, zu meiner Verteidigung, ich dachte, sie kann nicht mittags aufnehmen, wenn es nicht bei ihr zu Hause ist. Guck mal, es ist jetzt mittags. Es ist mittags, aber ich muss halt nicht 2 Stunden Fahrt einbringen. Ja. Ich war weit weg. Aber das Ding ist, ich muss ja voll viel arbeiten. Also er ist voll oft mittags ohne mich. Ja. Und das eine Mal, als ich mittags bei dir war, ich schwöre, ich war 17:30 einfach zu Hause. Den nur ins Bett gelegt. Du kriegst als Mutter immer Mom-Guilt, egal was du machst. Wenn du kacken gehst, wenn du. Ja. Egal. Aber dann darfst du nicht mehr so. Ja, aber ich denke mir so, ganz ehrlich, wir können doch voll geil ausleuchten und dann halt bei dir machen. Ja. Könnten wir ja machen. Ist immer noch so ein Thema, Leute. Ich habe jetzt gerade vorgeschlagen, dass wir mal 3 Tage. Und sie kommt hier hin und sie so: Sollen wir 3 Tage in Hamburg? Wir nehmen aber Nile mit. Wir nehmen Nile mit. Aber dann ist ja unser Stargast. Das war's. Okay, das schon. Ja, ich weiß schon, dass ich das nerve. Das weiß ich, ich mach trotzdem. Aber ich verstehe es, ich habe das auch immer gemacht. Ich habe auch immer gesagt, Leute, das ist doch nicht so schlimm. 3 Tage in deinem Leben bist du doch so. So, jetzt fang ich mal, womit du mich in Rage bringst. Dann erzähl. In Rage bringst. In meine Rage. In meine Rage. Sie kann es kaum abwarten. Ja, ich kann es kaum abwarten, Leute. Wirklich, nein. Womit kannst du? Es gibt mehrere Sachen, aber ich muss mir jetzt eine raussuchen. ja, dass du. Was habe ich schon letzte Woche gesagt? Sprunghaft bist. Ach so, ja. Sprunghaft. Das bin ich. So, dass du sprunghaft bist, das kann dann schon mal ein bisschen auf die Nerven gehen manchmal. Das kann, manchmal und manchmal. Boah, nee, weißt du, ich nehme was anderes. Wir sind am Schreiben. Ja. Und dann schreiben wir und dann hast du einfach mal eine andere Blitzidee und dann bist du voll aus dem Thema raus und schreibst so was ganz anderes und bist gar nicht auf das andere eingegangen, was wir eigentlich so bereden. Echt? Ja, so, du hast noch voll viele Gedanken und dann redest du, schreibst du es auch und dann haben wir so in 1 Minute 50 Themen. Weißt du, und dann manchmal denke ich mir so, oder zum Beispiel so Sachen wie, wo war nochmal Passwort oder keine Ahnung, wo ist nochmal das oder ja, wie ist nochmal unser Passwort oder keine Ahnung, so eigentlich alles, was wir schon besprochen haben, aber weil du halt so sprunghaft mit den Gedanken bist, ist auch deine Ordnung so sprunghaft. Ich habe gar keine Ordnung. Ey, aber es ist so krass, die Leute unter den Kommentaren meinten, dass es vielleicht, also die dachten, dass es andersrum wäre, ne? Dass ich die sprunghafte, also Dings bin und du die organisierte, perfekte. Nee, sie ist so richtig. Okay, ich merke, du wirst sauer. Wir werden dieses Gespräch ich ihr gesagt, auf ich, ein anderes Mal verlegen. Ja, habe ich dir wirklich gesagt, sie wurde sauer, sie wurde so richtig so, ne? Memo. Ja, so, und ich so, ich möchte nicht währenddessen so reden, während du so emotional aufgebrüht bist.
Lass uns bitte ein anderes Mal reden. So. Ich schmeiß mein Handy so weg. Ich so, emotional aufgerührt. Aber Leute, ich bin halt in einer Sekunde wieder so, vielleicht bin ich deswegen so sprunghaft, dieses, und wie war das Passwort nochmal? Aber wie war das? Ich weiß dir, ja. Ich bin wie ihre Assistentin, ich schicke hier so diese Nachrichten so von vor 80 Jahren hier. Ich dir auch, ja. Alter. Ja. Ich ihr auch. Ja. Sie auch mal so, wo war das nochmal? Aber weißt du was? Eigentlich hätte ich auch einfach bei der Suche Passwort eingeben können. Eben. Du hattest ja im Text drin, im Dings. Ja, aber manchmal bin ich nicht so schlau. Doch. Du hast einfach nur zu viel im Kopf. Das ist das Ding. Ich schwöre, bei mir Mental Load kickt. Das ist es. Ja, dein Mental Load ist wirklich, du hast zu viele Hochzeiten, auf denen du tanzt. Übertrieben. Und dann sage ich zu Jan, weißt du, wie mein Mental Load gerade kickt, und der verdreht die Augen. Nein, wirklich, Leute, das ist nicht normal. Also sie macht so viel gleichzeitig, deswegen kann ich es halt auch verstehen. Ne? Also, okay, die Frage lautet... Ja, mal vor. Also soll ich ja mal vorlesen? Ja. Okay, wir hatten gerade das Fenster auf, ich war nicht sicher, ob man das hört. Was ist das Verrückteste, was du je erlebt hast? Das Verrückteste, was ich je erlebt habe, ich habe sehr viele verrückte Sachen erlebt. Lustige, aber auch so traurige oder gruselige. Mhm. Ich nehme mal was Lustiges. Ich habe mich mal geprügelt, einem Familienmitglied. Du? Ja, ich, ne? Das ist voll crazy. Ich könnte das gar nicht, Leute, ich hätte Angst um meine Nägel. Aber ich habe es gemacht. ich habe es gemacht. Was ist noch passiert? Solche Sachen eigentlich. Einmal habe ich mich mit jemandem im Kino angelegt, weil sie unglaublich rassistisch war. Die saß neben mir, also ein Sitz war zwischen uns frei, das kann ich erzählen. Ein Sitz war zwischen uns frei, sie saß neben mir mit ihrem Mann oder Partner. Ja. Ich saß mit meiner Freundin. Meine Freundin hat sich neu die Nase machen lassen. Und meine Freundin ist so eine, die würde sich für mich boxen. So eine. Ja. Hier ist noch alles gut, hier ist auch noch alles gut. Ja. Und dann hat die so, ich wollte meinen Popcorn da hinlegen, weil so Sitz war frei. Dann meinte sie so, nö, weil sie ihr Popcorn drauf hat, habe ich gesagt, dass sie ja diesen Sitz nicht mitgebucht hat und ich ja auch meinen Popcorn drauflegen kann. Ja. Dann hat die angefangen, so rassistische Äußerungen zu treffen. Und dann habe ich angefangen, meinem Lehrerberuf zu flexen. Ich erzähle es hier nackt und wahr. Und dann hat die gesagt, dass sie mir alle Zähne brechen wird, wenn ich nach dem Film hier rausgehe. Und in der Zeit hatte ich mit Ugi Stress, wir haben mit Ugi nicht geredet. Und dann habe ich ihm so ganz geheim geschrieben, ich werde gleich verprügelt, komm bitte hierher. Nach dem Film musst du hier stehen. In guten und in schlechten Zeiten. Genau. Ja. Und dann, Leute, der Film war zu Ende und er stand dann da mit seinem Freund und seiner Frau, also meine Trauzeugin, die standen dann da. Und ich war dann so, kennst du, ich bin so eine, so eine bin ich, aber ich habe so richtig Angst. Ich kann auch eigentlich Schiss, nicht. Wenn die dir droht, den ganzen Film hätte ich Schiss. Ja, hatte ich auch, aber ich bin so ein, ich halte auch meinen Mund nicht, ne? Mhm. Also ich halte da meinen Mund nicht und dann kann es auch mal sein, dass ich Schläge kriege. Ja, ich glaube, ja. Und dann habe ich gesehen, Ugi ist da, der Freund ist da, Alter. Dann habe ich geredet, Alter, Floskeln, einen nach der anderen. Ne? Mhm. Und dann meint Ugi so, jetzt sei leise. Und dann haben die nur mit dem Typen geredet und der Typ hat direkt seine Frau verkauft. Der meinte, nee, ich war das nicht. Meine Frau hat die ganze Zeit diese rassistischen Äußerungen getätigt. Und dann war auch nichts. Also ist auch nichts passiert, mir ist auch nichts passiert. Mhm. Aber so ein Thema war schon ganz lustig. Und einmal, als ich feiern war, das will ich auch erzählen, hat mal ein Mädchen ihre Zigarette auf meinem Rücken ausgekündigt. Ja. Ja. Die hat. Stimmt, fällt mir gerade ein. Ich war in Istanbul am Feiern. Das brennt gerade in meinem Boden. Wie können die sowas? Was für eine eklige. Ich war in der Diskothek mit meinen Freundinnen im Erasmus-Jahr. Erasmus. Da war wieder das Wort. Da war wieder das Wort. Alter. Und dann waren wir am Tanzen, ne? So, wir dachten so Step-Up-mäßig, ich gehe mal voll ab. So. Und dann war so ein Mädchen, die hat mir erst mal ein Beinchen gestellt. Und dann hat die mich so angeguckt. Genau so, Leute. So, und dann. Dann habe ich sie angeguckt, ich so voll verschwitzt am Tanzen. Ich so, okay, egal. Und dann habe ich so gemerkt, so irgendwas brennt auf meinem Rücken. Ich bin so, aua. Und dann guckt mir so, guck so, die macht gerade so. Ja. Und dann hat die, und ich so, so heulend einfach weggelaufen. Nein. Doch, ich schwöre, ich bin heulend weg. Ich habe geheult. Ich bin hast du nicht ausgeholt? Nein, ich hatte Angst vor der. Ich hätte die so weggeschubst. Nee, die war schon so eine, die zu dieser Diskothek dazugehört. Sagen wir mal, die so ein Stammgast ist. Ah, ja. Also ich will das nicht sagen, aber ja. Okay. Und man hat gemerkt, so die Securities, ne, sind so auf ihrer Seite. Und ich habe geheult. Was? Und, ja, es war schon krass. Wir haben am Ende Hausverbot bekommen, warte. Dann bin ich auf Toilette, habe voll geheult, dann habe ich so ein Kühlpack bekommen. Meine Freundin kam, die so, was ist los? Ich so, ja, so, die hat... Die ist dann so gerannt, die hat mich um meinen Arm gepackt. Die so, zeig mir sie. Und dann habe ich so gezeigt, ich so, die da... Und dann ist sie so losgerannt, Leute. Also,
ich bin gegen Gewalt, ne? Aber das war, wir waren noch Kinder. Dann ist sie so losgerannt, ist sie so gelaufen, hat der Bam eine gegeben. Danach ist es nicht eskaliert, weil die Securities haben meine Freundin so gepackt und mich auch so rausbegleitet und danach haben wir Hausverbot bekommen. Obwohl sie ja angefangen hat, aber ja. Das war aber sehr lustig jetzt im Nachhinein. Ich bin schockiert. Ja. Ich habe da immer noch Narbe übrigens. Nein. Ja. Ja. Boah, was für ein schrecklicher Mensch. Mhm. Ja, die war so halt so, oh, ja. Also wie hat dir das nicht wehgetan? Doch, weißt, es hat mir wehgetan. Nein, ihr. Ach so, ihr. Ihr. Also, ja, weil sie einfach asozial ist. Deswegen, also ich habe sie wohl genervt. Ja. Naja, deine verrückteste Story? Das gibt, glaube ich, keine so verrückte wie deine. Ich bin gerade richtig schock. Ich weiß nicht. Wenn dir noch was einfällt, kannst du ja sagen. Man hat manchmal so Blackouts, ne? Ja, man hat so... Ich bin gerade so schockiert von deiner Story. Okay, Tara, hast du jetzt eine verrückte Story verrückte oder nicht? Story. Vielleicht fällt mir ja so im Laufe des Gesprächs. Gerade bin ich nur am Schwitzen, weil ich denke, ich will sie selber treffen, diese Frau. Okay. Gibt es, oh, das finde ich so cool, diese Frage. Leute, bitte nicht unsere Antworten zu ernst nehmen, egal ja, welche Antwort. Es ist, vor allem diese Frage kann politisch aufgefasst werden. Ja, und nein, ich will, wisst ihr, was ich will? Ich will hier in meinem Podcast einfach mit Tara frei reden können, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss immer, immer korrekt reden und Angst haben. Ich möchte einfach ich sein können. Und ihr müsst das nicht Wort für Wort immer so krass aufnehmen. Ja, das habe ich gerade zu ihr gesagt, als sie reinkam. Ich so, ich muss ein bisschen eloquenter mich ausdrücken. Und sie so, hä, warum? Ich so, ja, weil ich habe halt voll die Nachricht. Ich lese die Kommentare, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich beantworte mal die ganzen Kommentare auf YouTube und TikTok. Und ich war schockiert, wie manche sich... Also wie sie... Stellt euch vor, ihr setzt euch mit euren Freunden hin und quatscht einfach. Da fallen manchmal Wörter oder unpassende Wörter oder keine Ahnung. Manchmal ist man ist ja nicht immer komplett korrekt. Und das dürft ihr nicht so auf die Goldwaage legen, egal was wir sagen. Und das ist immer noch nur eine Meinung. Es ist nur subjektiv und es ist nichts, was faktisch ist. So, fertig. Deswegen jetzt die Frage. Jetzt denken die auch so, was für eine Frage werden stellen. Gibt es eine Verschwörungstheorie, an die du glaubst oder geglaubt hast? Ja. Darf ich das sagen? Sag einfach. Oh mein Gott, ich habe schon Angst vor diesen ganzen Hater-Kommentaren. Bitte kein Snippet da draus schneiden, sonst bin ich wieder out. Nein, also eine Verschwörungstheorie, dass die nicht wirklich auf dem Mond waren. Ja, habe ich auch mal gehört. Ja, weil die Flagge ist am Wehen und ich glaube halt immer noch dran. Also, dass sie nicht auf dem Mond waren. Die waren nicht auf dem Mond, das war gestellt. Ja, sagst du. Also, du glaubst an diese Verschwörung. Also, später war er vielleicht irgendwer, aber nicht. Wer war das nochmal? Welcher Astronaut war das nochmal? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall die Amerikaner. Amerikaner, glaube ich, glaube nicht. Dass ich habe halt auch gehört, dass die Russen zuerst irgendwie auf dem Mond waren und deswegen die Amerikaner. Die Russen waren wohl. Also, ne? Hätte, wir reden immer im Konjunktiv. Hätte, so. Könnte sein. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Ich bin in dem Thema null belesen. Nein, wir sind auch alle nicht allwissend. Also, sorry. Nee. So. Und frag dich mal, wenn du gerade so denkst, wie kannst du sowas sagen? An was hast du vielleicht schon mal, an was hast du gezweifelt? Also, ich habe mal jetzt irgendwie Momente gehabt. Ich glaube daran nicht mehr. Also, ich habe niedrig dran geglaubt, aber manchmal so, ist die Erde nicht doch flach? Ja. Also, eine Scheibe meinst du? Ja, nicht unbedingt eine Scheibe, aber doch flach und nicht rund. Aber natürlich, keine Ahnung, ich glaube nicht daran, aber manchmal gibt es ein paar Argumente, die mich überzeugen. Mhm. Aber ich sag dir ehrlich, ich beschäftige mich bewusst nicht mit solchen Themen, weil ich gar nicht darüber nachdenken will, weil es einen auch verrückt machen kann. Ja, ja. Solche Sachen und das mit Illuminati. Und weißt du was Illuminati. Noch? Ja, Illuminati. Und weißt du was noch? Es gibt doch diesen einen Punkt auf der Welt, wo niemand hin darf. Dieser ganz unter Alaska. Genau da. Und dann denke ich mir auch so. Ja, deswegen, man sagt ja, das ist das Ende wohl, dass die Scheibe. Ja. Ja, und genau deswegen kam ich da drauf. Und da sagt man auch, dass die da alles beschließen, was hat dieser Mensch auf dieser Welt. Nee, also wir nehmen es auch mit Humor und im Endeffekt am Ende des Tages wissen wir es alle nicht. So, ich glaube, es hat geklopft. Hallo? Nee. Verschwörungstheorien. Deshalb. Also es kann sein, dass... Nee, der hat noch 6 Minuten.
Aber ja, Illuminati, Leute. Das, Illuminati ist manchmal, auch... Hast du auch mal diese Lieder gehört auf YouTube rückwärts? Dann ja. Dann, auch auf dem Drake-Konzert, ja, wo wir waren, alle waren so, das ist Illuminati, das ist Illuminati. So. Oder Rihanna und Beyoncé und so. Ja, manchmal, ich glaube, die spielen auch bewusst damit. Die lesen ja auch diese Nachrichten. Die lesen ja auch diese ganzen Stories. Ja. Und ich glaube, die machen das halt extra, glaube ich. Glaube ich auch. Naja, nächste Frage. Du kannst sie gerne vorlesen. Okay. Oder glaubt ihr eine Verschwörungstheorie? Schreibt es mal uns. Ja, schreibt uns das gerne mal. Welche Eigenschaft magst du an dir selbst am meisten und welche am wenigsten? Also, am wenigsten mag ich mein voreiliges Mundwerk und dass ich auch so dabei bleibe vor lange. Mhm. Bis ich zugebe, dass ich eigentlich Bullshit. Ja. Also gestern habe ich auch zu Can gesagt, ich glaube, ich brauche so jemand, der mir beibringt zu sprechen, weil ich werde meinen Mund halt nie halten können. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich versuche es immer und denke mir so, nee, du bist jetzt leise. Aber das macht dich ja auch nur aus. Ja, aber es macht das, wie du es sagst, weißt du? Ja. Und ich glaube, ich muss mit irgendjemandem üben zu sprechen. Am Ende bin ich so ein Roboter. Das ist das Ding, ne? Also ich finde ganz ehrlich, sei einfach so, wie du bist. Du bist jetzt, wie alt bist du jetzt? 32. Und wenn es bisher... Was für ein Blick, so alt. Sie so 32. Nein, ich werde ja nächstes Jahr auch 32. Also. Ja. Das ist ein komisches Alter, muss ich echt sagen. Und was mag ich am meisten? Ich mag, am allermeisten mag ich, dass ich wirklich von Herzen ein guter Mensch bin. Nein, wir ändern das Wort. Lieben. Was liebst du an dir? Weil man darf sich auch mal lieben, ne? Ja. Okay, wir ändern das. Das war so ein Shirin David-Move. Sie hätte das auch gesagt. Ja. Ah, stimmt. dass ich wirklich von Herzen, also wirklich ernsthaft ein guter Mensch bin. Ja, bist du. Ich habe wirklich nie böse Absichten. Ich habe noch nie gedacht, ich mache jetzt das, damit ich jemanden... Aber was sagst du zum Beispiel zu Menschen, die dir sagen, es gibt bestimmt Menschen, die das behaupten oder als privat, aber die auch... Die mir das vorwerfen. Die sagen, oder zum Beispiel anonymen Menschen, die behaupten, dass du zum Beispiel voll link wärst, voll die linke Seite wärst. Ja, das ist voll, ich habe damit wirklich sehr, sehr lange gekämpft. Also bestimmt von meinen 10 Jahren Social Media... 8 Jahre. 8,5. Oder immer noch. Also... Letztens, die TikTok-Kommentare haben mich zerfetzt. Warum? Wegen unserem Clip? Wegen diesem Mama-Clip. Ja. Weil mich das getroffen hat, dass es Menschen gibt, die denken, ich würde nicht für meine Mutter da sein. Was absoluter Bullshit ist. Ich würde die ganze Welt umdrehen für meine Mutter. Und Leute... Es ging um mein Kind. Mir hat das Kind einfach übelst... Meine Mutter... Also, ne, aber das ist auch so... Also erstmal die Geschichte hören. Aber ich glaube, alle, die dies das jetzt schauen... Und das nee, der eine hat trotzdem geschrieben. Ach, trotzdem, obwohl sie alles geschaut hat. Aber trotzdem meinte sie so, ja, in dem Fall Kind gebe ich dir recht, aber trotzdem sagst du, verallgemeinerst du das. Weil John meinte auch, man kann es verallgemeinernd hören. Der meinte, der würde das auch. Wenn er mich nicht kennen würde, würde er denken, dass es verallgemeinert wäre. Weil aber das ist wieder das Ding. Das ist dieses freie Reden. Goldwaage leben. Genau. Also jeder weiß ja irgendwo, wie sie es meint. Weil so, ja. Ich so, bitte, können wir so ein Video machen, Kommentare kommentieren? Das war nur so in meinem Kopf, wie rechtfertige ich. Ja, aber das Ding ist auch, wenn ihr wirklich denkt, also wie könnt ihr euch vorstellen, sagen wir mal, Tara ist so eine, die auf ihre Mama scheißt. Die ist doch nicht so dumm und gibt das hier preis. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Sag mal, du bist eine, die wirklich so denkt, wie die Leute es behaupten. Du wärst doch nicht so dumm und würdest es preisgeben. Also. Nee. Also, vor allem, wenn man mich kennt. Also, ich habe ja früher voll viel mit meiner Mama gemacht und dann haben. Also, naja, egal. Also, ich will das jetzt gar nicht ausholen, aber meine Mutter würde meine Niere, mein Herz. Aber hast du das Bedürfnis, du musst den Leuten beweisen, dass du eben nicht link bist, dass du eben ein guter Mensch bist oder denkst du so, fuck off? Teils. Ich bin so in der Mitte. Also ich bin noch nicht auf Fuck off angekommen, aber ich will da hinkommen. Mhm. Okay. Ja. Weil es bringt mir... Finde ich gut. Du kannst nicht mit den Leuten reden darüber. Ja. Die checken sie eh nicht. Ja, das stimmt. Wenn sie es nicht checken. Ich habe es 8 Jahre probiert. Ja, die müssen es wollen. Ja. Das ist das Ding. Weißt du, was das Ding ist? Manchmal denke ich mir so, die sind einfach... Die wollen böse denken. Die wollen gerne so ein guter Mensch werden, aber weil sie es nicht können, sind sie sauer auf sich selbst und müssen es an mir auslassen. Und es hat auch oft was mit Neid zu tun. Neid, Komplexe. Mhm. Also tut mir leid, es ist einfach so. Voll viele sind einfach neidisch. So. Und nicht, weil sie vielleicht nicht gönnen, oder doch irgendwo auch schon, aber auch irgendwo gerne an deiner Stelle sein wollen würden und dann so dich schlecht reden. Das gibt es auch sehr oft leider. Vor allem, ja, sage ich jetzt nicht, weil dann kriege ich wieder hier diesen Stempel, aber ja. Sag's nicht. Nee. Manchmal muss man sich auch selbst schützen. Ja, voll. Manchmal, Leute, ihr seid, also viele nicht, ne? 99,9% nicht. Die verstehen voll unseren Vibe. Aber dann diese 0,01%, dann nehme ich mir so. Die tun uns weh schon. Ja. Bei mir muss ich sagen, was war die Frage nochmal? Ach so, genau. Was mag ich an mir am wenigsten und was liebe ich? Mhm. Ich hasse an mir viele Dinge. Oh. What? Was ich versuche zu ändern. Auch unter anderem durch
andere mir eingeprägt habe, dass ich es hassen muss. Oh, kennst du das? Ja, ja. Wenn die ja, andere ja, einreden, ja. dass bestimmte Charakterzüge an dir scheiße sind und du dann irgendwann selbst ja. glaubst, dass sie scheiße sind. Ja. Und das habe ich halt echt jahrelang gehabt und mittlerweile lege ich das immer mehr ab. Ich habe es auch noch nicht komplett ablegen können. Aber zum Beispiel habe ich wirklich irgendwann geglaubt, ich bin einfach eine Unsympathische. Ja, weil mir das einfach so viele Menschen aus meinem privaten Umfeld gesagt haben, dass ich einfach so einen abgefuckten Blick habe, dass ich immer so arrogant gucke, dass ich den Leuten gegenüber herablassend schauen würde und das eigentlich nicht bin, Leute. Wirklich, ihr kennt mich vielleicht nicht, aber du bist nicht so. Ne, ich bin's nicht so. Ne? Aber wenn ich jemanden nicht mag, dann bin ich auch keine, die das vorspielt. Das bin ich aber auch nicht. Wow, also das ist einfach ein ehrlicher Zug. Vielleicht so, erträgt er das. Ich kann das nicht. Ich kann dieses Fake-Getue nicht, wenn Mädels sind so zu jedem und allem und aber hintenrum, Alter, ablästern bis zum geht nicht mehr. Das kann ich nicht. Oh nein, der weint. Er wird wahrscheinlich gerade umgezogen. Ach, macht er das nicht? Der hasst das. Ja. Das ist nicht weinen, das ist schreien. Hast du das? Ich dachte, das wäre weinen. Das ist so etwas, was ich genau nicht so mag, dass ich mich voll krass beeinflussen lasse von anderen. Also die Meinung anderer mir immer noch wichtig ist. Und aber auch zum Beispiel meine ungeduldige Art mag ich überhaupt nicht. Ich bin unglaublich ungeduldig und ich bin auch so ein Mensch, ich will sofort. Sofort. Und ich bin auch, bin auch sprunghaft in meinem, was ich will. So, weißt du, da bin ich sprunghaft. Aber warte, dieses Ungeduldige habe ich mit Isa besprochen. Ja. Und der sagte, das ist absolut keine Schwäche. Er hat gesagt, wo steht denn geschrieben, dass wir geduldig sein müssen? Doch, Patience. Nein, sogar. Sabbel für manchen bestimmten Dingen, aber allgemein ungeduldig zu sein, ist auch eine Eigenschaft. Ja, ist auch, aber die mag ich nicht. Und eine starke. Nee. Ich habe das auch so empfunden, wirklich, aber er hat mir das so gut erklärt. Aber ich stress mich dadurch voll. Weißt du, wenn jemand zu mir sagt, boah, du bist so ungeduldig, dann sage ich, ja, deswegen bin ich auch da, wo ich bin, weil ich so viel immer gestruggelt, so, weißt du, so alles gegeben habe, wenn ich so ein gemütlicher Typ gewesen wäre und gesagt hätte, das wird schon passieren. Ja. Dann wären wir nicht dahin gekommen. Guck mal, was du in 2 Jahren gemacht hast. Ja, aber trotzdem machst du voll den Stress. Und was ich halt auch nicht mag, ist, ich interpretiere viel zu viel rein in Aussagen, in Blicke, in Dinge, die passieren. Und ich gehe so viele Szenarien durch, wo ich mir denke, ich muss ein bisschen auch fuck-off werden. Vor allem so auch in Zwischenmenschenbeziehungen. Ich mache mir so viel Kopf, ich kann nicht loslassen, ich kann nicht schlafen, ich muss anrufen, ich muss das besprechen. Und der Gegenüber, dem ist so egal, der ist so gleichgültig. Und das macht mich wiederum noch trauriger, weil ich denke, hey, bin ich so egal. Und mit diesen Gedanken, ich muss damit aufhören. Ich muss ein bisschen, weißt du, ich bin viel, viel besser geworden drin, aber ich habe noch nicht komplett losgelassen. Und das nervt mich an mir. Und dass ich so ein bisschen zu viel maskuline Energie habe, das nervt mich auch. Ich wäre gern so ein bisschen, meine Hose klebt. Ich wäre gern so ein bisschen weiblicher einfach. Also ich bin ich wäre gern so ein bisschen Mäuschen, aber ich kann es nicht. Ich bin so, ich mach's. So, ich werf mich immer vor und das fuckt mich über mich selbst ab. Ich will so dieses sagen, ich kann das doch alles gar nicht. Ja. Ich werde jetzt Mönchpfeffer nehmen dafür. Was ist das? Ach so. Und so ein bisschen das auszugehen. Nein, das ist dein Charakterschutz. Das wird sich nicht ändern. Ich glaube, das sind die Hormone in der zweiten Zyklushälfte. Ich habe voll viel Testosteron in mir. Ah, nee, die habe ich normal. Nee, bei mir ist es richtig hoch. Deswegen habe ich auch so eine tiefe Stimme, Leute. Hast du gar nicht. Und was ich an mir liebe, ja. Ich bin so eine Frohnatur. Ja. Ich bin wirklich so eine, ich bin der Klassenclown. Also ich bin so ein stimmungswahriger Klassenclown. Ich liebe es. Nein, auch. Ich auch, hat er gesagt. Und das liebe ich, dass ich einfach, ich kann jetzt fallen. Jeder kann auf mich spucken und treten. Ich bin 5 Minuten später, stehe ich auf und mach's nochmal. Oder versuch's nochmal. Mir kann man so viele Steine in meinen Weg legen. Ich bin so eine richtige Kämpferin und das liebe ich an mir. Ja. Das habe ich ja von meiner Mama. I got it von meiner Mama. Ja. Krass. Ja. Komm, machen wir mal schnell weiter, bevor jetzt die Ravi kommt. Wir wollen ja nicht hetzen. Aber, ne? Vor allem, denn die ist so hot mit diesem heißen Tee auch noch. Warte mal. Welche Eigenschaft schätzt du an anderen Menschen besonders und welche stößt dich am meisten ab? Wir machen mal die Antwort ganz kurz. Also, ja, die Antwort ist ganz kurz. Mich stößt am meisten ab, wenn du nicht, also wenn du dieses hintenrum. Das habe ich ganz oft schon erlebt, dass die Leute wirklich sich in der Sekunde drehen und was sagen. In der Sekunde. Und ich bin schockiert, dass man hier... Wie abgefuckt kann man sein? Ey, ich habe mal eine erlebt, die hatte einfach eine Gruppe über die, mit der die gerade so, ja, Fotos und wann sehen wir uns und gestern Abend essen immer voll geil und so. Eine Gruppe und dann so, aber richtig böse. Und ich war so, boah, ich muss das erstmal verdienen.
down. Mhm. Diese Eigenschaft finde ich ganz krass, wenn man halt so hinten rum ist. Ich kenne eine, die währenddessen. Also ich kenne welche, die währenddessen, wow, wenn du mit jemandem gerade bist, währenddessen mit anderen schreibt über dich. Es ist so, das ist auch schon hart. Applaus für diesen ekelhaften Charakterzug. Ja. Award-Gewinner. Sie kommen währenddessen auf die Idee. Ja, ja. Das ist crazy. Welche eigentlich scheiße im Moment? Besonders, wenn sie treu sind. Mhm. Weißt du, das gibt es nicht. Aber hast du einen Sinn dafür? Also merkst du das bei den Menschen, ja, so? Man sagt ja, die ersten 7 Sekunden, also psychologisch, mhm, man lernt einen Menschen die ersten 7 Sekunden kennen. Man macht ja ein Bild über die. In den ersten 7 Sekunden. Ich glaube schon. Ja. Finde ich auch. Ich glaube schon. Es gibt so 3-4 Leute, bei denen ich nicht weiß, was mit denen ist. Aber das kommt so einmal in 4 Jahren vor oder so. Okay. Aber ja, sonst, ja, ich check das schon schnell. Ja. Und ich sag auch immer zu den Leuten, ich hab dir gesagt, ich hab dich gewarnt. Und du? Also ich hasse auch so Hinterfotzigkeit, mhm, nennen wir es mal beim Namen. Das war so geil von Shirin, das Top. Ja. Fotzig. Liebe ich. Aber bei ihr ist es positiv formuliert so, ne? Aber es gibt so richtig hinterfotzige Menschen, Mann oder Frau, ist egal. Mhm. Das finde ich so ekelhaft. Also ich bin ein sehr direkter Mensch, deswegen habe ich auch oft Konflikte, weil ich auch meine Meinung offen ehrlich sage. Mhm. Weil ich ein Mensch bin, lieber rede ich darüber, anstatt es in mich hineinzufressen. Mhm. Aber dann gibt es so Menschen, die sind so hinterfotzig, also es geht gar nicht, das ist ekel, ich könnte kotzen, so, ne? Und die ins Gesicht lachen, du denkst, ihr liebt euch und eigentlich verabscheut sie dich. Voll. Und dann denke ich mir so, warum verschwendest du deine Zeit mit mir? Voll. So. Und was ich an Menschen liebe, ist Loyalität. Ich liebe so korrekte Art, so einfach korrekt sein. Sag mir über mein Gesicht, dass ich dich nerve. Genau. Ich schwöre, ich feiere das. Ich feiere das, weil dann weiß ich, woran ich dran bin, dass du ehrlich bist und dass ich immer auf dein Wort mich verlassen kann. Ja. So, das ist so wichtig und das ist heutzutage einfach so selten geworden. Deswegen liebe ich diese Eigenschaft. Und natürlich lustige Menschen liebe ich auch. Ja. Diese Frage habe ich mir überlegt, ob wir die überhaupt stellen sollen oder nicht. Echt? Welche? Die 19. Die 19. Aber informierst du dich regelmäßig über Politik? Informiert ihr euch regelmäßig über Politik? Wir geben sie einfach an euch weiter, weil egal was wir machen. Also ich informiere mich regelmäßig über Politik. Versuche das über verschiedene Plattformen zu machen, unter anderem natürlich nicht über Social Media, sondern wirklich über Kanäle, die sich darauf fokussieren. Mhm. Aber auch hier muss man einfach sich verschiedene Meinungen einholen, verschiedene Seiten angucken, durchlesen, weil auch immer, egal wer der Autor ist, es gibt immer eine einseitige Berichterstattung, die kann man gar nicht als Mensch ablegen. Das ist die Natur des Menschen. Mhm. So. Also du kannst versuchen, so neutral wie möglich zu sein, trotzdem sticht deine Meinung hervor. Ja, das ist wahr. Also ich bin leider der Otto, der sich die Videos auf Instagram anguckt. Nee, mach ich nicht. Ich mach und das dann nicht. So schmilzt vor Trauer und... Das darfst du nicht machen. Das darf man nicht machen. Mir schreiben auch viele, also auch unter meinen öffentlichen Kommentaren, ganz abgesehen von den DMs, die ich kriege, dass man merkt, dass ich gerade voll traurig bin einfach. Ja und das ist... Bitte, informiert euch nicht über TikTok. Und bitte seid einfach menschlich. Ja. Egal, was ihr lest, verallgemeinert es nicht auf eine Seite oder eine Religion oder eine Hautfarbe. Ich verstehe das. Mein größter Struggle bei Politik ist es, warum sind wir nicht alle für den Menschen? Mhm. That's it. Genau. Lass uns einfach Frage 20 machen. Peace, Leute. Oh ja, was war das beste Konzert, auf dem du je warst? Okay, ich war auf Coachella. Du gemein. Ich hatte das krankeste Line-Up. Warst du noch eingeladen? Ja. Alter, ich rede mit dir nicht mehr. Eingeflogen, Business Class, erstmal LA. Ich will ja gar nicht mit Palm Springs. Ich soll einfach weitergehen, ich höre das nicht. Ich weiß, das war meine krasseste Zeit irgendwie. Ich finde es voll asozial. Warum werde ich aber nicht eingeladen? Aber das war noch ein richtiger Hype damals. Ja, aber ich möchte jetzt einen Appell. Also egal, wer sich das gerade anhört, ich möchte zu Coachella. Ladet mich bitte ein. Ja, bitte einladen. Nein. Ich will das unbedingt. Nein, sonst gehe ich ja so hin, ne? Privat. Das ja, nächstes Jahr gehe ich. Ja. Das machen voll viele. Ja, mach das auf jeden Fall. Also... Mein bestes Konzert war... Warte, ich muss dir mein Line-Up sagen, damit du noch ein bisschen schmilzt. Oh mein Gott, bitte, Leute, bevor ihr mich hatet, ich wollte sie nicht unterbrechen. Ja, Leute, also sorry. Passiert. Es war Eminem, Beyoncé... Oh. Warte, Beyoncé hatte Destiny's Child. Oh. Und Jay-Z. Alter.
Eminem hatte Dr. Dre und 50 Cent. Ey, was war das für ein Line-Up? Ey, das war, nie wieder kam sowas. Deswegen, wenn mich jetzt jemand einlädt, dann bin ich so, okay. Dann gib mir den Platz. Ich geb dir den Platz. und dann The Weeknd war da, Jamie Foxx war da. Oh, ich liebe den, auch als Schauspieler. Aber leider ist der auf der Bühne nicht so stark. Ist er nicht? Wir waren richtig enttäuscht. Also nicht an dem Tag, keine Ahnung. Eminem, Dr. Dre, Beyoncé. Schau mal deine Haare da weg von mir. Cardi B. Oh, schon? Damals? Damals. Krass. 19. Aber die war auch nichts. Also, der Ton war richtig schlecht bei ihr. Mhm. Ja, so, das war das eine. Voll geil. Irgendwer war noch, aber ich weiß voll nicht. Voll geil. Richtig, richtig geil. Mhm. Ich muss sagen, ich glaube, in den USA ist eh ganz anders sowas. Ich war ja jetzt in Miami auf diesem Festival. Ich liebe ja Hausmusik. Mhm. Keine Musik und so war da. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Ja, ja, ich hab's in einem. Und es war schon sehr, sehr geil. Und Dings war auch da Black Coffee. Ich weiß nicht, ob die das auch mega geiler Haus-DJ. Auf jeden Fall mein geilstes Konzert. Also, ich bin ja ein riesen Rihanna-Fan. Bad Girl Riri for Life. Ich war auf allen ihren Konzerten in Deutschland. Ja. Und auf allen Konzerten auch zweimal. Ja, ich liebe sie. Auf einem. Ich liebe sie einfach. Ich liebe ihre Attitude. Die ist für mich einfach ein Vorbild. und ihre Konzerte waren geil. Auch wenn alle sagen würden, sie ist live so nicht die krasseste Sängerin und so. Ich liebe ihre Performance. Ich fand Beyoncé in Paris abnormal. Abnormal, das war abnormal, das ist eine, die ist professionell, die ist so, also alles ist so perfekt einfach. Und Drake war ich auch und Voreact, das war auch geil, Drake war Hauptact und Voreact war The Weeknd damals noch. Die hatten noch nicht ihre eigene Bühne, stellt euch vor. Und Drake war auch geil. Der hatte, ich wollte unbedingt doch, auf die Drake Bühne. War ich auch mal. Der hatte einen Love-Song und der hat immer ein Mädchen auf die Bühne geholt. Und ich bin immer so, nee, nee, ich will. Und so. Damals war ich auch Single. und dann hat er aber nicht mich genommen, da war ich richtig sauer. Und bei The Weeknd, bei Chris Brown, oh mein Gott, ich liebe ja Chris Brown, ich weiß, der ist ein Schläger gewesen, aber ne? Der hat ja auch ein Mädchen auf die Bühne geholt und dann ihr Handy so. Ja, was war das aber auch? Aber sie da wollte wieder Handy hoch. Aber Handy der hätte mich nehmen müssen. Ich habe so Lichter auf mich gemacht und machen lassen und so hat er nicht genommen. Nein, hast du mit Lichter auf? Ja, ich habe so zu einem gesagt, mach mal Lichter auf, ich mach mal Lichter auf. Und da war sie schon verheiratet. Just like. Ja, gut. Naja, also nicht, dass das hat doch gealbert, weil ja, du es gerade erwähnt hast. Ich habe schon so irgendwie gesagt, ich so, Schatz, damit du Bescheid weißt, es kann sein, ich gleich auf der Bühne bin. okay. Ich glaube, letzten zwei Fragen. Mhm. Welchen Film hast du am häufigsten gesehen in deinem Leben? Ich weiß schon meine Antwort. Ich habe keinen Film. Mhm. Serie? Baby Blocksberg. Bis heute. Wie kommt's? Random, voll random gerade. Wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich krank werde oder krank bin, immer gucke ich die gleichen Blocksberg-Folgen. Aber ich kann keinen Film zweimal gucken. Okay. Okay, Serie, sogar Gossip Girl habe ich einmal geguckt. Shame on you. Du, Alter. Shame Vampire Diaries. Und Gossip Girl. Also, aber das wird nervig, Vampire Diaries. Nein, bitte. Da lass ich auch nicht mit mir reden. Okay. Das ist, nee. Also haben sie das schon einige gesagt, so wie du redest. Ja, ja, ja. Also meine meistgeschaute Serie ist Vampire Diaries. Und danach kommt How I Met Your Mother. Dann kommt... Ah, sorry. Modern Family habe ich schon bestimmt 20 Mal ja, geguckt. Ja, guck, siehst du? Aber das ist läuft. Das läuft so. Einfach, ja. Ja. How I Met Your Mother, dann kommt Desperate Housewives und dann kommt Gossip Girl. Sex and the City. Auch, aber das habe ich nur so dreimal geguckt. Also. Ach, nur! Und mein meistgeschauter Film ist Marvel's Avengers Endgame und Iron Man. Ja. Oh Mann. Okay, noch die letzte Frage. Wofür bist du bereit, viel Geld auszugeben? Ich würde jetzt gerne die Kamera umdrehen, darf ich nicht? Tara, wofür gibst du gerne Geld aus? Für Taschen. Außer für Nein. Für Taschen? Nein, am allerliebsten in mein Haus. Diese Schränke, diese Einbauschränke. Ja. Ich wünschte, ich könnte eine neue Küche reinbauen. Ich mag meine Küche nicht. Warum? Ich finde die voll schön. Nee, ich miss sie. Ich will, die ist so ein bisschen, dieser lila Stich packt mich langsam, weißt du? In dem Weiß? In den Fronten. Ja. Er ist ja beige, aber der hat manchmal so einen lila Stich. Hätte ich mir eher so einen Stone gewünscht. Naja, jedenfalls, ich würde sowieso irgendwann ausziehen und ein neues Haus machen mit so Parkett. Mhm. Ich schwitze so hart. Ich bin auch am Schwitzen. Also ich finde, in ein Haus... Also ich gebe auch viel Geld tatsächlich aus in so Investitionen. Ah, okay. Ich bin zwar verschuldet, als ich so meine Bank öffne, sage ich so, no, I'm out. Und du? Ich gebe gerne Geld aus für Reisen. Ja. Also da kenne ich auch keine Grenzen. Ja. Irgendwie muss mich immer so stoppen. Mhm.
ich war kurz davor, einen Skiurlaub zu buchen für eine kranke Summe, die wirklich peinlich ist. Mhm. Dann gebe ich sehr gerne Geld aus für Taschen, Klamotten. Was sollen wir in dem Zug noch erzählen, dass wir bald eine Verlosung haben? Ah ja, wir haben bald eine Verlosung. Also abonniert die Kanäle alle, weil wir verschenken eine Reise. Just saying. Für genau Taschen, Schuhe gebe ich sehr gerne Geld aus. Ja, stimmt, Schuhe machst du auch. Schuhe sehr, sehr gerne, aber auch für Haus. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Sache aussuchen dürfte, dann wäre es ein Lifestyle. Generell Lifestyle. Mhm. So, ich gehe gerne raus und essen, ich gehe gerne ins Kino, solche Sachen. Mehr. Ja. Weißt du, wann ich aufgehört habe, teure Schuhe zu kaufen? Wann? Als ich gemerkt habe, dass nach jeder Schwangerschaft die Füße immer größer werden. Ja. Und alle haben zu mir gesagt, Tara, das geht so weiter. Also, ja, weil ich liebe teure Schuhe. Also nicht, ich liebe teure Schuhe. Doch, ich liebe teure Schuhe. Ich liebe Blanex oder Louboutins. Aber ich passe weder in meine Blanex noch in meine Louboutins. Aber kannst du nicht mehr zurückwachsen da rein? Man sagt nach 4 Jahren. 4 oder 6 Jahre, Leute, korrigiert mich, ist der Körper der Frau wieder so, wie er am Anfang mal war. Ah, okay. Und dann bist du nochmal schwanger? Nee, ich werde davor schwanger. Diesen Schritt, entweder wir machen das irgendwann jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Aber so spät mache ich das nicht mehr, so in 6 Jahren. Nee. Okay. Ja, das waren unsere Fragen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Kurz vor dem Abschluss, ein Sweet and Bitter Moment. Ach so, ja. Aber mein Bitter Moment war, ich habe einen kranken Unfall mitbekommen. Der schließt direkt auch noch das Sweet mit drin. Der Mann war so krank am Schreien und der hat auf Türkisch die ganze Zeit geschrien, mein Sohn hat sein Bein verloren. Wir waren in der Baustelle, wir waren auf dem Spielplatz am Spielen. Und diese Schreie höre ich. Ich höre sie. Sie waren so, so schlimm. Oh Gott. Und alle standen auf der Straße und mein Sweet Moment war, dass Krankenwagen, Polizei, Notarzt in wirklich Kolonnen binnen 2-3 Minuten da waren. Echt? Und ich war so dankbar. Aber hat der Abend überlebt? Also ich weiß nicht, was passiert ist. Wenn ich das nächste Mal auf dem Spielplatz bin, dann werde ich vielleicht mal die Nachbarn fragen, wie es ihm geht, weil wir waren schon involviert, weil John der Einzige war, der Türkisch konnte und er hat die ganze Zeit dann halt mit denen gesprochen und es liegt uns einfach nur am Herzen, wenn sie natürlich sagen, keine Auskunft, aber ich habe schon viel an ihn gedacht die letzten Tage, weil diese Schreie waren brutal. Ich war schockiert, wie schnell alle da waren. Mhm. Und dann direkt auf dem Feuerwehrdings, in dieses Dings rein, hoch zu dem Mann, Notärztin, noch ein Notarzt kam. Also da war ich sehr dankbar für, dass wir das so, dass wir das einfach können. Ja. Mhm. Ja, manche sind echt gesegnet. Wir sind gesegnet, dass wir hier sein, also dass wir, ja. Mein Sweet Moment war die Reise meiner Mutter nach Riad. Ja. Das war echt schön, weil ich habe meiner Mutter seit Jahren oder ich glaube gefühlt irgendwie nie was alleine gemacht. Also immer als Geschwisterchen die Mutter geteilt. Mhm. Und es ist noch was anderes, wenn man ganz alleine mit der Mutter ist und auch noch so weit weg. Wir sind zum ersten Mal gemeinsam weggereist und auch sie hat so ihre ersten Male gehabt. Mhm. Sie ist zum Beispiel zum ersten Mal Uber gefahren. Es ist so cool. Deswegen, das hält mich so, das erdet mich so krass. Guck mal. Wenn ich hier unterwegs. Siehst du das? Wie süß war bitte dieses Beispiel? Ja, weil das Ding ist so, das sind so Sachen, die für einige, zumindest für mich, so selbstverständlich geworden sind. Mhm. Und meine Mama ist eine Person, die mich immer wieder so krass erdet. Mhm. Und mein bitter Moment war, glaube ich, dass alle irgendwie um mich herum krank sind und so ein bisschen alles schleppend ist. Aber sonst, Gott sei Dank, ist jetzt nichts Schlimmes passiert oder keine Ahnung. Also alles super, im Haus geht's voran. Und ja, ich freue mich. Cool. Ja. Vielen Dank. Es war sehr schön, Leute. Ich glaube, diese 2 Teile mit den Fragen waren sehr, sehr geil. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge, auch Themenvorschläge habt, sagt es uns ruhig. Und deswegen hier einmal der Appell nochmal, Kanal abonnieren. Ja, Sternchen. Bald gibt es eine Reise zu gewinnen. Auch ohne die Reise kann er nicht. Und ich war schon in dem Hotel. Das ist echt? Schön. Ja, geil. Ich will auch. Und habe sehr viel Geld dafür ausgegeben. Kriege ich auch eine Reise gesponsert hier? Kriege ich das auch? bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Bye.